Hey Leute, willkommen zurück zu Spelunky und Maus im Bild. ich habe eben gerade den Schwarzmarkt besucht. Also ich fange jetzt wieder hier an, ihr wisst warum, denn, wie soll ich sagen, es hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und, um euch trotzdem noch ein bisschen was zu zeigen in diesem Run, in dem Falle werde ich versuchen, nämlich den normalen Boss zu besiegen. Ja, Olmec. Oh, bleib bloß liegen, du blödes Teil. So, ich habe den Jetpack nicht bekommen, dummerweise, was sehr zum Nachteil gereichen könnte. Aber es muss auch so gehen, Leute. So, warte mal, da unten ist das Exit. Das Schöne ist, ich habe die Kletterhandschuhe. Und zwar nur das Cape. Aber ich sag mal, nur das Cape, das reicht in der Regel. Habe ich ja schon mal erwähnt. Man muss eben auch ein bisschen Glück haben, was das Jetpack angeht. Und ich habe kein Glück in diesem Run. Naja, auf jeden Fall für das Ankh hat es leider nicht gereicht. Sonst hätte ich mir das liebend gerne geholt. Aber ich bin so blöd. Naja. Hab mir vorher noch eine Menge Bomben gekauft, wie ihr sehen könnt. Und das war vielleicht ein Fehler. Wow. Hehe. Blödes Teil. So, ich hole meine Schrotflinte wieder. Aber seid euch gewiss, ich werde Olmec schaffen. Bin ich mir eigentlich recht sicher. Denn es ist jetzt wirklich keine große Herausforderung mehr. Da ich ja soweit alles habe. Also Bomben habe ich ausreichend. Ich kann ihn praktisch jetzt einfach wieder in den Boden sprengen. Und schönes Leben haben. Mit dem Geld, was ich dann mit rausnehme. Auf jeden Fall habe ich es dann endlich mal durchgespielt. Wenn alles so läuft, wie ich denke. Ja, ihr habt es ja gesehen letztes Mal mit dem kleinen Zyklopen. Das war wirklich kurz vor Ende. Ich war in der Hölle. Verdammt nochmal. Er war in der Hölle. Und ich habe es versaut. Weil ich mich von so einer blöden Kugel habe erwischen lassen. Nur weil ich was erklären wollte. Da seht ihr mal, was dabei rauskommt, wenn ich was erklären will. Es wird nicht gut. Das bringt nichts. So, und ich ärgere mich gleich doppelt wahrscheinlich, wenn ich sehe, dass dort... Oh. Ja, diese dummen Sprungplattformen, die sind so gefährlich. Ich ärgere mich bestimmt gleich, wenn ich sehe, dass dort der Kopf ist, dieser Statuenkopf. So, da unten ist das Exit. Die Frage ist halt, komme ich da mit Mopsy hin? Beziehungsweise... Oh Gott. Nee, da komme ich gar nicht mehr rauf. Peng. So. Wow. Du blöde Plattform... blöde Plattform, genau. Das wollte ich sagen. Nee, ich habe ja noch ein paar Seilchen. Dann mache ich mir das einfach. Ja, was heißt einfach? Haha. Aber das Cape, das hilft mir hier. So. Mopsy kommt mit. Ich habe die Kapala, wie ihr seht. Aber, ja. Ja, das dauert halt ein bisschen, bis ich da wieder Zeug beisammen habe. So, so, so. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich hole mir noch was. Ein bisschen Blut. Denn mehr Blut ist immer gut. So, besonders wenn man eine Kapala hat. Nö, darüber gehe ich nicht. Ohne Jetpack fühle ich mich so, ich weiß nicht, so unsicher, so hilflos. Ja, genau das ist das Wort. Wirklich, man fühlt sich hilflos ohne das Jetpack. So. Eishöhlen 3-3, bald haben wir es geschafft und sind im Tempel. Ich muss mir also keine Sorgen mehr machen, die Stadt aus Gold zu erreichen, denn es geht nicht. Da seht ihr, oh Mann, da der blöde Kopf hier, den kann ich nicht rein, egal was ich versuche, glaube ich. Also, ich könnte mich von unten ransprengen, aber das bringt ja nichts. Ich meine, nee, bringt nichts. Blödes Teil, du. So, komm mal her, du Schweine-Yeti. Gib mir dein alles Blut. Dein ganzes Blut, wollte ich sagen. Gib mir dein alles Blut. So, warte mal. Spring ich dir noch im Schädel und krieg gar nichts von deinem Blute. Das ist doof. So, komm ich hier wieder rauf ohne Seil? Ja. Ja. Komm mal her. Der Sprungmeister. Ja, nicht wirklich. Ich habe schon Leute gesehen, die machen hier ganz andere Sachen. Das ist krass, was die hier abziehen. Oh oh. Oh oh. Ja. Aber gut, wie gesagt, die Kletterhandschuhe helfen mir enorm weiter in dieser Situation. Ach komm, jetzt gehen wir nicht auf den Sack, du blödes Vieh. Dieses UFO, das kommt aber auch partout nicht runter. Na gut, lassen wir's. Ich gehe weiter. Bald sind wir nämlich im Tempel angekommen und dort hoffe ich mal, etwas mehr Erfolg zu haben. Ich habe hier die Schrotflinte. Oder warte mal, ich könnte... Leute, soll ich ins Alien-Raumschiff? Diesmal schaffe ich es ja vielleicht. Ja, ich weiß, ich baue hier immer Luftschlösser auf, wenn ich euch was erzähle. Diesmal spiele ich es durch. Ja, ja. Ja, ja, macht er, macht er. Aber da drin gibt es die Plasmakanone. Und ein Jetpack, wenn ich Glück habe. Na komm, ich mach's mal. Typ, 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 typ. Mit den Kletterhandschuhen alles viel leichter. Also Kletterhandschuh-Cape ist auch eine super Kombi. Da braucht man nicht unbedingt das Jetpack, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist wirklich so. Das spielt sich ganz gut, finde ich, wenn man sich da ein bisschen mit arrangiert. Oh ja. Mach dein eigenes Raumschiff kaputt, du blödes Teil. Hier, komm mal, ich habe was für dich. Pow.
So, wobei Jetpack wäre mir in der Situation doch lieber, dann bin ich eben flexibler und schneller unterwegs. Weil so muss ich immer warten, bis diese doofen Plattformen runterkommen und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, Leute. So, oh, diese Panzer. Guck mal, die sprengen sich auch wieder selbst, die Idioten. Ja, sprengt euch. Macht er gut. Guck mal hier. Was für Idioten. Wow. Aber das ist auch, glaube ich, nicht so ganz ungefährlich, weil wenn die mich treffen... Oh, ich bin schon in der Nähe des Mother Brain. Ja, komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Machen wir nicht. Diesmal mache ich es anders, Leute. Oh, guck mal, wie schön. Ich kann gerade auf der Plattform stehen bleiben. Au! Du Penner! Penner-Säcke seid ihr. Oh, hier trifft er mich gar nicht. Haha. Warte mal. Na, dieses dumme... Na, oh, komm schon. Ich komme jetzt hier nicht mehr weg, Leute. Ja, ja. Da habe ich mir das erhofft. Na, komm schon. Nein, 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 nein. Ich muss hier raus. Ich habe den Pitchers mit, von daher kann ich hier das machen. Ich geh mir nicht auf den Säckel, du. Du blöder Sack. Dieses dumme Mother Brain, das ist so ätzend. Ätzend ist das. Wow, wie weit gehen denn die Geschosse von den Schweinen, du? Nein! Da unten ist meine Schrotflinte. Gib mir die, gib mir die, gib mir die. Oh, da ist das Mopsi-Vieh. Ein Treffer haben wir noch. Oh Gott. Leute, ich muss das anders machen. Ich weiß gar nicht, kommt hier ein Geist? Das wäre natürlich traumhaft. Nein! Oh. Warum schmeiße ich denn die Schrotflinte weg? Das ist doch Beschiss pur, du. Nein, ich will nicht. So. Ich will nicht springen mit euch. So, warte mal. Ich versuche das mal von hinten ein bisschen aufzuräumen hier. Du. Hau ab! Blöder Kreis, du. Oi, oi. Ah, nein, nein, nein. Vorsicht, Vorsicht. Das ist aber auch kacke hier mit den Dingern. Guckt's euch mal an, du. Hau ab! Ja, wie? Jetzt kommt auch noch der... Leute, jetzt kommt auch noch der Geist. Ich werd bekloppt. Jetzt muss ich das hier noch ghosten. Nee, weißt du was? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Leute, ich hau ab. Ist mir, glaube ich, dann doch lieber. Ist mir doch lieber, als das Mother Brain zu schlagen. Das mache ich nächstes Mal. Ja, mit einem Leben. Damit komme ich jetzt auch sehr weit. In der Eishöhle nochmal. Ich muss hier ganz viel Blut kriegen, sonst ist es vorbei. Und ganz viel Mopsis farmen. Pam. Ja, das war wieder kein Blut für mich. So, so. Das war ein Blut. Zwei Leben habe ich. Ja. Seht ihr mal, das Alien-Raumschiff, das ist schon eine harte Nuss, ne? Das ist eine harte Nuss. Und ich verbrauche hier unnötig Seile mittlerweile mal wieder. Ja, das ist schlecht. Ich möchte mir die doch gerne aufheben, auch wenn sie jetzt ein bisschen unnütz geworden sind mittlerweile. So. Wo ist Mopsi? Ich habe Mopsi gehört. Sehr schön. Warte mal. Das Exit ist dort unten. Dann nehme ich jetzt noch ein Seil und dann habe ich es aber, glaube ich, auch. Ja, Mopsi, komm. Ich bring dich nach Hause. Ja, ich hab's gesehen, da war ein Bröckchen Gold. Das ist mir auch egal. Da. Oh, ich hätte ihn opfern können. Nein, ich bin so blöd. Ja, seid nicht böse. Aber wie gesagt, opfern ist in der Regel immer besser. Denn irgendwann bekomme ich ganz viel Leben dafür, wenn ich genug geopfert habe. Gib mir das Blut. So. Deswegen mache ich das jetzt noch ein bisschen, solange ich eben Zeit habe. Hau mal ab. So. Ich opfere ein paar Yetis. Na, das könnte ins Auge gehen, aber tut's nicht. Gib mir, gib mir, gib mir. Ich habe immer noch nicht genug Blut, Leute. Das ist unglaublich. Das gab auch ein bisschen was. Warte mal, das mache ich cleverer. Yes, so mache ich das. So, Blut. Jawohl. Lecker Blut. Und du kommst auch auf den Altar von Kali. Naja, das reicht immer noch nicht. Ich glaube nochmal 8 und dann bekomme ich wieder 8 Leben oder so, wenn ich nochmal 8 von den Viechern hier opfere. Das ist halt eine gute Frage, ne? Ich weiß das nicht. So. Den hole ich mir noch. Ich hoffe, die Zeit reicht. Weil gleich kommt schon wieder der Geist, ich weiß es. Nein. Lass doch nicht los. So. Hops, hops. Bloß nicht die Mine auslösen, denn das könnte noch ins Auge gehen.
Ich hätte eigentlich schon längst die Schrotflinte runterpacken können, ne? Fällt mir gerade so auf. Yes! Seht ihr? Seht ihr? 11 Leben wieder. Joa, so macht man das. Eine ausweglose Situation durch Opfern gerettet. Rettetetetet. Ja, ich bin jetzt großspurig, ja. Mal sehen, wie lange das anhält. So, da sind wir im Tempel. Wunderschön. Da ist auch gleich ein Zwurm oben, der mich begrüßen will. Ich muss hier wahnsinnig aufpassen. Warte mal, mach ich so. Die kann man nämlich sprengen, die Viecher. Papau. Muss sein, muss. Gib mir dein Blut. Ich glaube, auf Mopsi kann ich jetzt ausnahmsweise mal verzichten die nächste Zeit. Ich muss hier nämlich schnell durchkommen. Wegen dem Schwein da unten. Ihr seht das. Dieser dumme Anubis. So, jetzt ist die Frage, komme ich da durch, ohne dass der mich... Töte mich nicht. Töte mich nicht, Anubis. So, sehr schön, ich hab ihn. Aber das bringt nichts. Ohne die goldene Kappe kann ich nicht in die Stadt aus Gold. Oh, Mann. Ihr scheiß Feuerviecher. Die sind so gemein, Leute. So, komm, mach das Ding weg. Ja, ich hätte die beiden unten noch töten sollen wegen des Blutes, aber ich glaube, 12 Leben reichen aus. Ich bin ja gleich bei Olmec. Von daher... Wow. Oh, ja, bleib bloß liegen, sonst trifft dich noch mehr, du Schweinepiet. So, wieder Seile, das ist gut. Nein, nicht fallen lassen. Will ich hier lang oder will ich hier lang? Das ist die Frage der Fragen. Ich mach mal die Seil... Na, die Seilfalle. Die Tiki-Falle kaputt, wollte ich doch sagen hier. Nein, 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 du läufst jetzt wieder Amok, ne? Ja, ja, komm her. Schick, 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 schick. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, komm, du Schwein. Schweinebär. Gib mir dein Geld. Und dein Blut. Ah, da unten ist das Exit schon. Diese blöde Swoom-Dinger, die... Ah, nein, 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 Leute, ich dreh durch. Ich dreh durch. Ja, wir sehen uns gleich wieder im Tempel. Ich möchte das jetzt gerne durchziehen. Bis dann. So, Leute, steigen wir hier wieder ein. Weiter in den Eishöhlen. Ich hab's geschafft. Ich hab das Ankh bekommen im Schwarzmarkt. Bin hier im Steinkopf wiedergeboren worden. Und nun geht es weiter auf regulärem Wege. Leider ohne Waffen. Und ja, wieder Alien. Nein, 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 nein. Diesmal mache ich das nicht. Leute, das war jedes Mal mein Genickbruch. Dass ich hier in so ein blödes Alien-Raumschiff gegangen bin. Nie wieder. Nie wieder mache ich das. Es gibt nur Unheil. Da werde ich wieder nur drauf gehen. Was haben wir hier? Seile, toll. Habe ich ja auch nicht genug davon. Oh, oh. Das war dumm. Ja, ihr seht, ich habe wieder eine Menge Bomben. Ich habe mir jetzt wieder... Ich hatte das Glück und hatte wieder 4 Schwarzmarktkisten mit 12 Bomben drin jeweils. Habe da mein ganzes Geld ausgegeben. Ich war schon auf 100.000. Habe jetzt aber die letzten Level hier in der Eishöhle wieder 80.000 sammeln können. Ja, mit dem Jetpack ist das um einiges einfacher, könnt ihr mir glauben. So, und ich habe die Kapala. Das heißt, ich kann wieder Leben farmen gehen. Ich hatte eben wieder 13 Leben, ne? Alles weg, weil ich sterben musste. Das ist so doof. Das ist echt doof. So, warte mal. Diesmal mache ich keinen Mist im Tempel. Ich hoffe es zumindest. Denn, draufgehen ist keine Option dieses Mal. Ne, warte. Haha, ich hab's gewusst, dass da was drin ist. Du blödes Vieh. Ohne Spaß, du. So, ich habe den Kletterhandschuh nicht, aber den habe ich mit Absicht nicht genommen, weil ich hatte... Na gut, ich hatte nach dem Schwarzmarkt noch... 3000 Gold, also hätte das eh nicht gereicht. Und ich mag den Handschuh auch nicht, wenn ich das Jetpack habe. Das kostet mich dann oft das Leben, das Teil. Naja, auf jeden Fall, wir sind im Tempel. Und da kommt der blöde Anubis. Oh, 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 da habe ich zu früh rumgedreht. Cheat. Cheat, cheat, cheat. Komm, ich habe den Wurfhandschuh, da treffe ich dich jetzt. Schweinebär. Und schon bist du tot. Mach nicht so viele von deinen blöden Kugeln, mein Gott. Mach nicht so viele von deinen Kugeln, das finde ich total uncool. So, wo ist denn dein doofes Zepter jetzt? Da ist es. Gib mir das. Aber ich bräuchte eine gescheite Waffe besser. Das wäre echt besser. Haha, bist so doof. Ich soll es nicht zu laut sagen. Oh Gott. Ja. Genau das. Genau das, du dreckiger Swump. Hätte mich beinahe wieder getötet. Aber so langsam habe ich die raus, sage ich mal, die Dinger, wie die sich bewegen. Wenn man deswegen ganz kurz wartet... Oh nee, warte, warte, das ist mir zu gefährlich. Und dann erst ausweicht, dann haben sie eigentlich keine Chance, einen zu treffen. Na gut, sie haben schon noch eine Chance, aber man hat zumindest bessere Überlebens-Dingsels. Okay, das war kritisch. Warum auch immer ich eben nicht geflogen bin.
So, ich lege ganz kurz hier das Ding ab, hol Mopsy und du kommst ins Exit. Dann hole ich mir noch die Kiste hier oben, wenn der Jetpack so lange reicht. Tu der. Alles guter. So. Ich weiß nicht, wie das ist auf diesem Level, ob hier schon das Exit sein kann für die goldene Stadt, aber ich bezweifle es. Ich denke, das ist immer auf dem zweiten, also wenn man Anubis besiegt hat, oder? Och nö, ich bin so dumm. Nein, steh auf. Ich spring halt wieder überall rein, Leute. Das ist kaum, dass die Kamera an ist, spiele ich hier wieder letzter Tropf. Das könnt ihr mir glauben. Also die Kamera, ja, ihr wisst schon, das Aufnahmeteil und so. Aber es ist wirklich so, ich bin hier dann richtig schlecht wieder mal. Oh, ich habe vergessen, den Wecker zu stellen. Moment. Aber ich denke mal, ich ziehe das jetzt in einem durch. Ah, ich weiß halt nur nicht, soll ich... Ah, da ist er schon. Da ist er ja schon. Peng. So, goldene Stadt. Nein, hole ich mir nicht. Ich habe 112.000. Ich möchte das Ding jetzt einfach nur durchkriegen, wenn ihr mich fragt. So, warte mal, kann ich dich gleich mitsprengen, du blöder Swump? Papau, jawoll. Ich wollte nämlich unbedingt noch gucken, ob ich hier einen Shopkeeper finde, dem ich seine Waffe abjagen kann, beziehungsweise abkaufen kann. Ach, du halt mal die Schnauze, wandelnde Bombe. Pau. Ja, kommt einem bekannt vor, nicht wahr? Papau. Ich meinte ja alles kaputt, Leute. Ich habe so viel Bomben. Ich kann diesen blöden Riesenklotzkopf ins Nirvana bomben. Das ist mir so egal. Das war dumm. Schon wieder zu lange Sprintknopf gehalten. Peng. Boah, du kommst ja auch schon wieder. Nee, Leute, ich hol Mopsy und gehe in die goldene Stadt. Ist mir jetzt so wurscht. Nee, da geht's ja gar nicht weiter. Hier war das. So. Komm, Mopsy. Nee, ich geh nicht. Da, goldene Stadt. So. Ich versuch's einfach mal mit dem Necronomicon. Ja, wie gesagt, ich bomb den jetzt ins Nirvana und wenn ich Glück habe, bekomme ich noch eine Schrotflinte. Und dann habe ich endlich mal den richtigen Boss besiegt, ne? Den lieben Yama. Yama, haha. Na komm jetzt. Du blödes Teil, ohne Witz. Da willst du dann nicht. Wie? Wurdet ihr schon ausgelöst von irgendwas? Ist ja nett. Okay, auch schon ausgelöst. Leute, ich könnte mich so über mich selbst ärgern. Weil ich hier wieder die ganzen Sachen nicht sehe, die mir gefährlich werden können. Komm, sicher ist sicher. Ja, da krammt. Da schrammt schon wieder ein Stein hier runter. Oh, die Pfeile, die sind auch gefährlich. Habe ich ganz vergessen. Heieiei. Wo ist denn der? Habe ich den kaputt gemacht? Okay. So, du bist tot. Pam, pam. Sehr schön. Anubis 2 ist erledigt. Was wieder nur daran lag, dass ich ausreichend Bomben habe. So, Vorsicht. Muss ja aufpassen. Ah, Leute. Boah. Ganz übersehen beinahe. Oh, nicht springen. Nein! Mopsy. Dann holen wir uns noch und dann schnell... Schnell weiter. So, hab ich's geschafft. Nein, es kommt noch ein Level-Temp. Nein, es ist Olmec. Leute. Ich weiß nicht, ob ich in die Hölle gehen soll mit dem bisschen, was ich habe. Ich habe nicht mal eine Schrotflinte. Das geht ins Auge, ich sag's euch. Komm mal hier, meins ganz schlimm. Dann heißt das, hier unten ist das Ende. Warte mal. Komm, weißt du was, du Penner, du kommst mir schon wieder zu. Na, ja. Habt ihr das gesehen? Der hätte mich beinahe noch mit meiner Bombe getötet. Arsch. Asche. So. Blöde Asche. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, Leute. Soll ich einfach ins Exit gehen? Oder soll ich... Oh, immerhin eine Webgun. Auch wenn die total sinnlos ist, jetzt für Olmec. Kann man mal machen, ne? Kann man mal mitnehmen, du. Kann man mal. Aber mache ich nicht. Leute, ich gehe direkt ins Exit. Oh, guck mal. Da kann ich noch jemanden freischalten. Das ist ja cool. Peng. Wen denn? Oh, ein Ninja. Ja, ich habe den Ninja, Leute. Ich freue mich gerade. Cool. Den habe ich noch nicht, der fehlt mir noch. Ja, also Olmec ist jetzt eine einfache Sache. Aber Leute, entschuldigt wirklich, wenn ich euch Yama nicht zeige. Ja, jetzt ist raus mit der Geschichte. Oh, ein Madoc. Ein Madoc. Oder wie man die Dinger wirklich ausspricht. Madoc? Egal, ich mache Olmec platt. Und dann gehe ich direkt ins Ziel. Gehe nicht über los. Ziehe keine 4000 Gold ein und dann ist das gut. Machen wir so, Leute. Nee, sorry, das ist mir zu heiß. Ich habe es letztes Mal schon nicht geschafft in der Hölle.
Und mit 3 Lebenspunkten werde ich das auch dieses Mal nicht. Ich spreng mich einfach hier durch. Mach ihm also einen schönen, komfortablen Weg nach unten in sein Lavagrab und dann ist das gut. Mag jetzt vielleicht ein bisschen dumm und feige erscheinen, aber ihr müsst mich verstehen. Ich will das nicht schon wieder vergeigen. Das war letztes Mal so blöde. So, kurz vor Ziel in die Hose gemacht, ne? Oder wie heißt das schön, das Sprichwort? So. Das sollte ihm reichen. Für den feinen Herrn sollte das komfortabel genug sein, dieser Abstieg. So, dann holen wir ihn mal rüber. Komm mal her. Komm mal her, du Schwein. Vollmeck. Komm. Ja, komm jetzt. Fein. Yes. Ja, Leute, das war ganz schön cheap, ich weiß. Aber Hauptsache einen neuen Highscore für mich. Iron Man und Made It. Was? Iron Man? Okay, ich weiß nicht, was das für ein Achievement ist. Juhu! Ach, Leute, durchgespielt. Was bin ich froh. Nach nur gefühlten 100 Parts, aber ich habe ja viel Offcam gespielt. Yay! Geschafft! Was bekomme ich denn? Ding, 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 ding. Ja, 250, nochmal 50 drauf, wegen der Statue. 27 Minuten habe ich gebraucht, seht ihr mal. Du wirst als Held in die Geschichte eingehen. Ja, das goldene Männchen mit Jetpack und seinen zwei Bediensteten mit den komischen Bauchnabeln. Schnäbeln, die das Idol tragen. Schön, Leute, ich freue mich. Naja, nächstes Ziel ist dann auf jeden Fall in die Hölle zu kommen und dort Yama zu besiegen. Ich habe das schon so oft gesehen, wie den jemand besiegt hat, aber bei mir hapert's einfach noch an irgendwas. Ihr habt's ja gesehen, letzte Folge war ich in der Hölle und das ging nicht sehr gut. Weil ich dumm war, weil ich einfach in die dümmste Falle, die es gibt, reingegangen bin, eine sehr berechenbare Falle. Und dort wurde ich dann in die Stacheln geschleudert. Naja, aber mit genug Bomben geht alles, habe ich gemerkt. Wenn ich keine Bomben habe, so ab Dschungel, wenn ich da nur 5 bis 10 Bomben habe, dann wird's schon schwerer. Also im Dschungel muss ich mir definitiv dann immer Bomben kaufen und bis dahin sollte ich dann auch schon so 70.000 haben, dass ich mir auf jeden Fall Jetpack, das Idol, also hier das Ankh holen kann, aber das Ankh ist jetzt nur optimal, also optional und optimal. Ja, denn dadurch komme ich ja in die goldene Stadt und kann auch ganz schön viel Gold einstreichen, ihr habt's gesehen. Die Musik passt gerade überhaupt nicht, diese Saxophonmusik. Naja, ist Geschmackssache. Wie Xbox Live Arcade Team. Naja, ich hab's durchgespielt. Juhu, ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Für mich. Freut euch mit mir. Würd mich umso mehr freuen. Auf jeden Fall, ja. Leute, wie immer, es geht natürlich weiter. Keine Sorge, ich werde das Projekt jetzt nicht beenden, weil ich es einmal durch habe. Nein, 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 nein. Jetzt würde ich sagen, ist langsam die Zeit der Daily Challenges gekommen. Vielleicht werde ich es in Zukunft dann nur noch alle 2 Tage bringen. Dafür dann aber eben so lange wie es geht, halbe bis dreiviertel Stunde das Video. Da will ich nicht cutten, das ist doof bei Daily Challenges. Also ich hoffe, ihr versteht das. Ja, ich werde es dann auch in Zukunft auf Facebook ankündigen. Wenn ich dann eine Challenge mache, dann schreibe ich da rein von wegen Daily Challenge am bla bla bla. Dann könnt ihr die ja machen, könnt euch eure Zahlen merken. Ich will nicht verraten, wie viel ich bekommen habe an Punkten, denn das wäre ja öde. Dann würde ich ja spoilern, wie der Run gelaufen ist. Na gut, ihr seht es ja im Endeffekt an der Zeit. Aber trotzdem, ich schreibe dann immer rein, wann ich die Daily Challenge gemacht habe. An dem Tag, an dem ich sie mache, schreibe ich dann hier Daily Challenge heute am bla. Und ihr könnt dann mitmachen und könnt im Video vergleichen, das darauf folgt am nächsten Tage. Ja, so mache ich das. So mache ich das. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Und wird es auch weiterhin. Ich würde mich deshalb freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Ja, as always, you the player. Das ist schön, dass die sich noch bei uns persönlich bedanken. Ja, schreibt mir doch noch was Schönes. Spielt ihr es selbst. Ich weiß es von einigen. Und die wissen zu schätzen, wie schwer das ist. Weil jeder sagt, der es nicht kennt, oder viele, die es nicht kennen, sagen ja immer, na, das Spiel, das sieht voll einfach aus. Das sieht so kindisch aus. Und es kann ja nicht schwer sein, ja. Aber dann einmal selbst gespielt. Ja, dann seht ihr, was dahinter steckt. Leute, ich freue mich. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Spelunky.